dance and turn up the sound. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier bei MMA ohne Maske. Ihr seht schon, ich habe wieder einen Gast an meiner Seite, bevor ich zu dem gleich komme und ein bisschen erzähle oder ihn sich selber vorstellen lasse. Ihr wisst, wenn ihr schon mal hier seid, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Ihr supportet uns damit und euch kostet es nicht, euch kostet es einen Klick. Deswegen und checkt gerne Vesletas und CBD Black Magic aus. Mit Code MOM könnt ihr dort maximal sparen. Bevor ich dich selber sich vorstellen lasse, erstmal herzlich willkommen bei uns, David Rushanian. Wie geht's dir? Dankeschön, danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Sehr, sehr gut. Euch geht's auch gut. Ja, mir geht's immer gut. wahrscheinlich werden dich viele, wenn sie dich kennen, werden sie dich wahrscheinlich aus der Ecke von Konrad Dürschger oder Kevin Enns kennen. Aber erzähl mal so ein bisschen, wie würdest du dich selber beschreiben? Was machst du? Wer bist du? Einfach mal. Weil ich glaube, das ist zu komplex, dass ich das jetzt beschreibe. Boah, wo muss ich da anfangen? Ich betreue, also jetzt erstmal, woher die Leute mich wahrscheinlich kennen, auch unter anderem hast du ja gesagt, Konrad, Kevin, Alexander Popek betreuen wir jetzt halt auch unter anderem. Ich bin David Rushanian, ich wohne in Leipzig, ich bin jetzt 28 Jahre alt, mein Background ist Boxen. Und ich habe mich voll verliebt in Kampfsport. Und will im Prinzip der Coach sein, den ich mir damals gewünscht habe. Und bin ein absoluter kampfsportbesessener Mensch. So. Und allgemein beschäftige ich mich gerne mit den Themen Philosophie auch und Psychologie. Und vor allem halt auch, wie man richtig lernt. Das sind, glaube ich, so Sachen, die ich so gerne mache und wofür die Leute mich auch kennen. Dass ich halt wirklich gucke, dass man nicht oberflächlich über die Sachen redet, sondern wirklich ins Detail geht. Was soll ich noch erzählen? Persönliche Sachen. Ich bin verheiratet, habe zwei wundervolle Kinder. Und will im Prinzip versuchen, mehr Weiterbildung und Knowledge im Kampfsportbereich zu sorgen, weil ich meiner Meinung nach glaube, ich weiß ja selber, wie es war, ich hatte an sich, so rein technisch gesehen, hatte ich an sich ein gutes Training gehabt, aber ich weiß, dass viele das eben nicht hatten und es fehlt auch so ein bisschen die Persönlichkeit und so diese Professionalität in dem Rahmen, dass Leute auch nach außen hin zeigen, was ist wichtig im Kampfsport und dass Leute nicht nur abhängig sind von großen Gyms, dass sie da hingehen, weil manche haben das einfach nicht. Ne? Ja. Und ich will halt einfach nur dafür sorgen, dass Kampfsport auch aus dieser komischen Ecke rauskommt, dass man auch denkt irgendwie, das sind irgendwie zwei Leute, die sich jetzt voll in die Schnauze hauen und der Stärkere gewinnt, sondern ich will halt zeigen, wie viel krass Einfluss auch dein Hirn da besitzt und wie viel man eigentlich beeinflussen kann, weil oft ist es so, dass Leute reingehen, irgendwas machen, man gewinnt, man verliert, ist dann die Aussage, aber in einem professionellen Sport sollte das nicht so sein, meiner Meinung nach. Und wenn wir zur breiten Masse mehr dafür sorgen, dass die Ahnung kriegen, ey, krass, okay, du kannst das und das so beeinflussen, das ist mein Job. Yes, du hast auf jeden Fall das schon ganz gut beschrieben, über was wir auch später noch ein bisschen reden. Du bist jetzt dabei, oder ich weiß gar nicht, ob du schon dein Gym eröffnet hast in Leipzig oder Nähe Leipzig. Auf jeden Fall, darüber können wir auch gerne später noch ein bisschen sprechen, weil sehr das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant, auch für die Leute, wie man überhaupt so ein Gym eröffnet. Aber du hast schon ein bisschen erzählt, du hast früher auch selber so ein bisschen geboxt, so eigentlich eine gute, ich sag mal, Ausbildung genossen. Erzähl mal, wie bist du überhaupt darauf gekommen, selber zu boxen, so bevor dieses Coaching angefangen hat? Ja, also ganz klassischer Weg werden viele sagen, ich bin alleine aufgewachsen mit meiner Mutter und meinen zwei Schwestern. Ich hatte keine Vaterfigur so richtig gehabt und wie es halt so ist, suchst du dir halt schlechte Vorbilder und ich war leider unterwegs mit falschen Leuten und dann irgendwann kam das so mit 13. Ein Bekannter hat mich aufgeschnappt, ich fand den wirklich sehr cool und dann dachte ich mir so, okay, ich probiere es mal Boxen mal aus und habe davor andere Sportarten ausprobiert und dann mit 13 habe ich halt angefangen durch Einfluss von anderen Leuten, die ich wirklich cool fand. Ja, und dann ab dem Zeitpunkt hat sich mein Leben einfach drastisch verändert. Also ich habe halt wirklich positiv daraus gelernt, Menschwerdung, Disziplin. Ich habe wirklich gelernt, wer wirklich coole Leute sind und wer wirklich Blender sind. Und dann habe ich halt angefangen, Wettkämpfe auch zu machen, relativ zeitig. Ich habe, glaube ich, so 15 bis 20 Wettkämpfe gemacht, bis ich so 17, 18 war. Und dann habe ich mit 18 meine Ausbildung angefangen, auch als Sport- und Trainingstherapeut. Deshalb verbinde ich so dieses Kampfsportwissen nicht nur so mit meiner eigenen Erfahrung, sondern ich habe viel im Bereich wissenschaftlich gearbeitet. Ich habe viel lernen dürfen. Ich habe schon seit meinem 17. Lebensjahr coachen dürfen. Und genau da bin ich mit 17, 18, musste dann meine Wettkampfkarriere aufhören, weil ich halt einfach keine Zeit mehr hatte. Ja. Und dann habe ich halt gelernt, okay gut, das Coachen, mit Leuten zusammenarbeiten ist mein Ding.
Ja, du hast schon gesagt, du musst das dann aufhören zeitlich. Wie hast du denn diese Umstellung gemacht? Weil du meinst, du hast zeitlich nicht so viel einfach Zeit mehr ins Training zu investieren. Wie hast du denn diese Umstellung geschafft auf das Coaching? Oder wann hast du so gesagt, so ey, dann wenn es nicht mehr so klappt, dann bring ich das den Leuten halt bei. Was hat dich daran auch fasziniert? Naja, also das war nicht eine endgültige Entscheidung und die ist immer noch nicht zu 100% ehrlich gesagt, weil jeder, der Kampfsport gemacht hat, weiß, dass es in einem immer in den Fingern kribbelt. So gerade wenn du Wettkämpfe gemacht hast. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich ausgeschlossen habe zu boxen. Das Problem war, ich habe in Schichten gearbeitet. Unser Team damals im Boxclub hat sich aufgeteilt und da war auch meine Motivation sehr niedrig, sage ich mal, dort weiterzumachen. Es gab bei uns in der Umgebung kein gutes Boxgym. Das ist Können wir dann später auch mal unseren Approach mal besprechen, dann, wenn es ums Thema Gym geht. Und dann aber, als ich angefangen habe, ich habe im Gesundheitsbereich erstmal gearbeitet, also so mit Reha-Leuten, das war jetzt nicht so spektakulär, aber so dieses Lernen dahinter hat mich halt voll fasziniert, eben nicht einfach nur Training an sich zu sehen, sondern wir hatten sehr coole Lehrer, wir hatten sehr coole Dozenten, Leute haben mich direkt in die Hand genommen, ich hatte direkt Theorie und sofort Praxis. Das heißt, wir haben gelernt eine Stunde und dann durfte ich so viele Leute coachen. Und da habe ich halt gelernt, ey, das macht voll Spaß. Gerade ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Ich fasziniere mich für Bewegung, Lernen und so. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, liegt mir anscheinend Kommunikation und alles. Und ja, so ist der Weg jetzt entstanden, dass ich jetzt. Ja, krass auf jeden Fall, so dass man wirklich diesen Wechsel auch schafft, vor allem in diesen jungen Jahren, wo man kennt ja viele, die wollen auch so mehr diese Wettkämpfe machen und so. Und du meinst ja, dass es bei dir schon recht früh passiert, dass du dann dieses Coaching gegangen bist. Du bist selber erst 28, hast du gesagt, was ja eigentlich so mäßig fast schon so Prime ist eigentlich, wenn man sich so in seiner Prime befindet. Wie Ist bist du auf jeden dann Fall so? nicht so leicht, weil wie gesagt, das kribbelt halt in einem. Aber ich habe mich auch oft in den letzten Jahren halt gefragt, wie viel Sinn macht es, dass ich mich auf meine Wettkampfkarriere konzentriere und als Wettkämpfer, wie viel Einfluss habe ich da und wie viel Einfluss habe ich als Trainer? Weil das ist natürlich so eine Ego-Sache, du willst ja auch machen. Ego ist ja nicht grundsätzlich verkehrt. Aber ich dachte mir, okay, den Aufwand, den ich betreiben müsste, um Wettkämpfe zu machen, ich müsste mir ein Team suchen, ich müsste das und das machen, Zeit aufopfern. Und ich kam immer wieder zu dem Entschluss, es wäre eine nice Sache und irgendwie würde man es hinkriegen, aber es würde viel wichtigere Dinge, die mich interessieren und mich voranbringen und die mich mehr erfüllen und auch, dass ich andere Leute unterstützen kann, viel mehr helfen, wenn ich sage, okay, das ist ein Kapitel, das habe ich gemacht, habe abgeschlossen, ich kann da eh nicht viel rausholen, also ich bin nicht schlecht, aber ich habe halt ja lange halt keine Wettkampferfahrung gemacht, das heißt, was kann ich denn daraus gewinnen? Also nicht viel, ich habe meine Wettkampferfahrung gemacht und deswegen war das so eine reine rationale Sache, die auch trotzdem emotional ein bisschen schwierig ist, zu sagen, okay, gut, ich konzentriere mich voll auf Coaching und ich gucke, dass ich irgendwie mehr Einfluss bekomme, indem ich versuche, wirklich ein Trainer zu sein, der andere Leute vielleicht verbessert, als dass ich jetzt nur mein Ego versuche zu besänftigen. Ja, auf jeden Fall interessant, so sowas immer so zu hören, so ein bisschen so deeper auch mal, so, wo du auch so offen sagst, so, es ist schon schwer eigentlich so diesen Sprung zu schaffen, vor allem wenn du sagst, du bist eh noch so jung. Aber mal so eine andere Sache, wie, also klar, du hast ja gesagt, du hast eine Ausbildung auch in dem Ding so gemacht, hast selber geboxt von klein auf. Aber woher holst du so deine Inspiration oder ja, einfach deine, wo du sagst, okay, das könnte ich mir aneignen, das könnte ich auch den Leuten so weitergeben. So erzähl mal so ein bisschen, was guckst du dir an, um dich auch selber so noch weiterzubilden? Ich glaube, das ist ja eigentlich ein unendlicher Sport, wo man immer neue Sachen lernen kann eigentlich. Ja, also ich hatte dadurch, dass ich dann mit Konrad angefangen habe zu arbeiten, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt gar keine Ahnung. Ich habe halt irgendwas gemacht und dann dachte ich mir so, ich habe jetzt einen Profifighter, wie kann ich mich weiterbilden? Und dann habe ich im Internet einfach ganz normal geguckt, habe die Coaches, die Amerikaner abgecheckt, ob die irgendwas anbieten, habe die Infos mir runtergenommen, habe probiert halt wirklich, ne? Einfach nur probiert. Und irgendwann habe ich bei Coach Barry Robinson, heißt er, sehr großer Einfluss für mich. Ich habe sehr viele Sachen von ihm gekauft, Programme, Coachings von ihm gekauft und da reingenördet und dann habe ich so ein paar Sachen begriffen, wie man, ja, also ich habe erstmal begriffen, dass ich gar keine Ahnung von Kampfsport hatte. Dabei hatte ich viele Wettkämpfe gemacht und sowas. Und halt, er war ein großer Einfluss. Ich gucke sehr viele Kämpfe an, also ich analysiere, ich glaube, ich bin halt dafür bekannt, dass ich ein Wahnsinniger bin, was so Kämpfe analysieren betrifft. Und ich nörde mich da extrem rein und gucke mir alle Kampfsportarten an. Teilweise auch andere Sportarten, also ich gucke halt auch beim Fußball, beim Basketball, bei anderen Sportarten, wo ich so Prinzipien wiederfinden kann. Weißt du, weil ich gucke jetzt nicht nur irgendwelche Schläge an, wer schlägt wie hart sein Jab oder sowas. Natürlich sind das ein paar Faktoren, aber mir geht es viel mehr um so
grundsätzliche Sachen, ne? Worüber wir auch dann, wenn du sagst, lass rumnörden, dann kann ich gerne rumnörden. Erzähl Aber ruhig. ja, zum Beispiel ist oft so das Ding, dass wir im Kampfsport sehr oberflächlich einfach Schläge, jetzt Boxen, Schläge aufeinanderprallen sehen. Aber was viel wichtiger ist halt, dass man sich fragt, wieso war das überhaupt möglich? Wie konnte der das machen? Wie passt sich die Person an gewisse Sachen? Weil meistens ist es nicht eben Zufall oder Leute machen nicht einfach irgendetwas, sondern die passen das an. Also wenn ich auch Kämpfe analysiere, ich gucke nur die Besten der Besten an. Ich gucke nicht auf niedrigem Level an. Das ist jetzt nicht irgendwie bewertend gemeint, aber ich will ja der Beste sein und gucken, was die Besten machen. Deswegen im Basketball, Boxen, überall gucke ich, was die Allerbesten machen und versuche das nachzuvollziehen. Und ich mache das relativ einfach. Die Leute glauben, ich verkopfe das zu sehr, aber ich stelle mir einfach Fragen. Wenn jetzt einer, keine Ahnung, irgendwie einen Schlag abgekriegt hat oder irgendwas passiert ist, dann frage ich mich, okay, wieso war das möglich? Ich spule zurück, ich gucke mir das Ganze immer wieder an. Das sind so Faktoren, also wirklich Filmstudy ist ein sehr, sehr großes Thema bei mir und auch bei meinen Jungs. Ich mache im Training auch sehr viel Videos und auch Sparrings, um den Jungs und Mädels zu zeigen hier, was ich damit meine. Weil wenn ich jetzt einfach nur rede, die können sich das nicht vorstellen, aber wenn man Videos zeigt, du hast es auf Papier, weißt du? Und das Ding ist halt auch, was meiner Meinung nach uns noch gefährlich machen wird in Zukunft, ist, dass wir absolut krankhaft unsere Gegner analysieren. Also wirklich teilweise minutiös Sekunden, wir gucken, welche Lieblingsmuster hat die Person, warum macht er das, wieso macht er das, was sind so die Stile, wie reagiert die Person. Und da habe ich zum Beispiel auch ein Zitat oder beziehungsweise kenne einige von Jon Jones, das perfekt, der hatte mal mit Daniel Cormier, glaube ich, so ein Interview gehabt vor dem Fight. Und dann hat er den psychisch so durchgemacht, wo ich dachte, ah, krass, das ist so brillant. Er meinte, ich weiß, was deine Lieblingskombination ist, ich weiß, was du machst, ich weiß, warum du es machst, wann du es machst. Und ich denke mir, wenn du jetzt einen Gegner hast und dem das sagst, so wie, ey, ich weiß, wann du was machst und ich weiß auch, wieso du das machst, weil die meisten halt eben nicht nachdenken, ist es für mich viel mehr Psychoterror und geileres Selbstbewusstsein, als hartes Sparring nur zu machen, sich gegenseitig in die Hände zu klatschen, wie geil man ist, sondern das. Also den Plan, den man hat, der basiert auf Facts. So, das halt zum Thema Filmstudy. Aber ich bin halt auch wirklich bekloppt, was Lernen betrifft. Ich gucke mir alle anderen Bereiche an. Ich gucke mir Business an, ich gucke mir Ingenieure an und sowas und versuche so einfach grundsätzliche, fundamentale Sachen über Dinge einfach zu lernen und anzuwenden für Kampfsport. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr crazy an, so auch mal für die Zuschauer, so was so hinter einem Coach auch steckt. Vor allem bei dir, wo man weiß, so wenn man dich ein bisschen verfolgt, wie, sag ich mal, nerdig du in diesem Ding drin bist. Wenn du so drei Boxer nennen müsstest, die du dir, sag ich mal, die du aussuchen müsstest oder wo du sagen müsstest, nur noch die drei darf ich mir angucken, welche wären das? Oh, gute Frage. Also definitiv 100% Floyd Mayweather, weil der Basic Fighter, also eine Geschichte ist und der Beste mit. Dann wäre das Roberto Duran, sehr, sehr guter Fighter Inside. Und boah, ich überlege, dort ist es echt schwer zu sagen. Dritte Person. Ja, Sugar Ray Leonard. Also Floyd Mayweather, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard. Das ist so. Und wenn du so in diese, sag ich mal, jetzt moderne, aktuelle Zeit gehen würdest, würdest du dann so Richtung Canelo, Crawford gehen oder noch was Ah, anderes? also heutige Zeit definitiv Jerron Boots Ennis, krasser Ja. Typ. Terence Crawford 100%, also eigentlich Nummer 1 ist Terence Crawford 100, also safe. Und Gervonta Tank Davis auf jeden Fall. Wo wir gerade bei Crawford sind, kann man mal so einwerfen, auch einen kurzen Exkurs machen. Der letzte Kampf, ich bin ehrlich, ich habe ihn mir nicht angeguckt, gegen, ich glaube, Mazrimov war das, würdest du sagen, weil viele geschrieben haben, Robbery und so, würdest du sagen, er hat den Kampf gewonnen, weil du hast ihn dir 100% Ja, der ist sogar gerade offen. Ich will dann noch eine Analyse dazu angeguckt. machen. Ja, also ich habe mir jetzt nicht den ganzen Fight angeguckt, aber drei Viertel oder sowas davon. Und ich weiß, dass gegen Ende hin nicht so viel seitens seines Gegners passiert ist. Ja, der hat auf jeden Fall gewonnen. Also ist jetzt nicht alle Runden oder sowas, aber ich glaube 7-5. Der hat safe gewonnen. Das Ding ist halt, das ist halt so ein bisschen das Problem und der Vorteil und Nachteil, auch im MMA tatsächlich. Die Sportart wird größer, das zieht mehr die breite Masse an, aber die breite Masse hat nicht so viel Ahnung. Und dann sehen die, dass relativ wenig Sachen passieren und langweilige Sachen passieren. Die sehen zum Beispiel nicht, wer kontrolliert Distanz, das Tempo, wer kontrolliert Angriffe, Abschlüsse und so weiter.
das dann halt für jemanden dann rüberkommt, jemand, der sich viel hektisch bewegt, permanent Druck macht, so aussieht, als würde das jemand sein, der gewinnt, aber so ist es einfach nicht. Also, um deine Frage zu beantworten, also auf jeden Fall ohne Zweifel hat Terence Crawford gewonnen und die Leute, die Robbery schreiben, die haben meiner Meinung nach einen Fight angeguckt, Alter. So. Ja, das gerade auch so ein Ich sage das auch Klassiker. nicht aus Fanboy-Gründen, ne? Das ist auch so ein Ding, was ich auch zu den Jungs sage. Ich bin kein Fanboy von gar keinem Fighter. Wenn ich jetzt zum Beispiel Terence Crawford sage oder Sugar Ray Leonard, dann meine ich das so, wie die kämpfen, die Intelligenz von denen gut ist, aber ich würde die nicht auf ein Podest heben. Deshalb, ich betrachte das ganz objektiv. Wenn er verloren hätte, dann hätte ich es safe gesagt, weil das ist mir egal, ob. Ich habe keinen Ja. Lieblingsfighter. Ja, auf jeden Fall, das ist ein kleiner Exkurs darüber. Du hast gesagt, dein erster Kämpfer, mit dem du auch in Kontakt gekommen bist, war Konrad Dörschger. Wie bist du überhaupt mit dem in Kontakt gekommen? Also ich weiß, du kommst aus der Nähe Leipzig eher auch. Kam das so, man hat sich einfach so mal zufällig getroffen oder wie lief das ab? Ja, tatsächlich, wir wohnen halt in derselben Stadt und man kennt sich so vom Sehen. Leipzig ist relativ klein. Und dann hatte ich mit einem bekannten Freund, habe ich mal trainiert und der hat mal gesagt, ja, lass mal rausgehen, das nächste Training. Es war ganz spontan. Wir treffen uns draußen und trainieren. Und dann war auf einmal Konrad da und Konrad war zu dem Zeitpunkt gerade frisch beim UFD-Management und ins Gym dort gewechselt. Und das war so im Februar 2019, glaube ich. Und ja, dann haben wir ein bisschen Padwork gemacht und auf einmal, ich glaube, ab dem Tag, dann, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir uns also mindestens alle 2 Tage immer getroffen und trainiert, weil das halt so gut gepasst hat zwischen uns beiden. Krass. Ja. Ja, mittlerweile, ich glaube, wir kommen jetzt mal so Richtung Gym auch. Mittlerweile trainierst du ja mehrere Leute mit Kevin Anz, Alex Popek und noch ein paar weiteren. So, du hast jetzt auch dein Gym eröffnet. Kampf-IQ heißt, glaube ich, oder Kampf-IQ Studios. Wie kam das, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so ein eigenes Gym zu bauen? Ich glaube, ihr habt ja sogar ein eigenes Gebäude bauen lassen. So, wie, erzähl mal so ein bisschen, wie kam der Gedanke, wie kam dann die Umsetzung? Ja, also wir haben noch nicht offen, wir sind gerade immer noch im Bau, aber ich denke mal, in den nächsten 4 Wochen werden wir dann eröffnen, das ist ungefähr der Plan. Ja, also zum Gym, das ist relativ einfach. Ich habe mich, also wir haben mittlerweile so eine Reputation und so hochgearbeitet, sage ich mal, dass ich war immer in irgendwelchen Fitnessstudios eingemietet oder in anderen Kampfsport-Gyms und das Problem ist, dass ich mich nicht so gut frei entfalten kann. Ich habe auch Kontakte in. Also überall, auch Konrad, und wir wollten immer so unser eigenes Zuhause, unser Heim im Prinzip haben, wo man Leute einlädt und sowas, wo man einfach wirklich machen kann. Das ist auch ein Traum, glaube ich, von jedem sein eigenes Gym zu haben. Und die Planung ist tatsächlich schon 2,5 Jahre, ein Gym zu finden, und wir haben aber nie was gefunden. Die Immobilien waren schwierig irgendwie. Und jetzt durch einen Bekannten, der sowieso was am Bauen war, hat dann gesagt, ey, schau mal, hast du Bock, dass wir das zusammen machen? Und dann haben wir gequatscht und jetzt sind wir, warte, Januar haben wir zugesagt und jetzt sind wir fast am Ende vom Bau tatsächlich. Und es ist eine aufregende Sache. Also das Studio heißt Kampf-IQ Studio und ich will halt damit so ein bisschen ein paar andere Maßstäbe setzen tatsächlich. Ich arbeite jetzt nur im Personal Training. Jetzt wollen wir halt im Gruppentraining mehr machen, aber wir wollen halt gerade dieses Wettkampfteam sehr klein halten. Wir haben auch Bewerbungen gehabt, wir arbeiten mit Warteliste, wir haben auch viel mehr Leute auf der Warteliste, als wir eigentlich im Gym aufnehmen können, also damit habe ich nicht Krass. gerechnet. Und unser Wettkampfteam halten wir geschlossen, weil ich auch oft gesehen habe in anderen Gyms, wenn die größer werden und zu groß, dass du dann den Überblick verlierst über die Fighter. Und das hat zwar seine Vorteile, dass du viele Fighter hast, die kämpfen, aber auf der anderen Seite hast du keinen Überblick mehr, wie du Kämpfe beeinflussen kannst. Und das ist ja extremst aufwendig, Leute zu betreuen und weiterzubilden und aufzubauen. Dass wir gesagt haben, wir machen eine sehr exklusive, elitäre kleine Gruppe daraus, aus 12 Leuten. Und das bleibt auch erstmal so, damit wir wirklich versuchen, maximal alles rauszuholen. Und der Rest ist so für Breitensportler, Leute, die einfach mal Bock haben. Selbst Leute, die wirklich sehr, sehr gut sind im Kampfsport, aber kein Interesse haben, Wettkämpfe zu machen, sind bei uns herzlich eingeladen. Wir arbeiten eher so im hochwertigen Rahmen. Das heißt, unsere ganzen Kurse sind gedeckelt auf eine gewisse Personenanzahl. Wir wollen halt raus aus diesem klassischen Modell, was es jetzt im Kampfsport gibt, was nicht problematisch ist. Ich dachte mir so, ich will einfach ein luxuriöses Gym aufmachen und wir sind gerade dabei, wirklich eher im Premium- und Luxusbereich ins Training reinzugehen, weil wenn man guckt, wer unsere Trainer sind, also wir haben Thomas Wischmann, absoluter MMA-Fanatiker, also so, das ist krass, wie der Typ drauf ist, Black Belt, Lutter Livre. Wir haben Kevin Enns als Grappling-Trainer. Also brauche ich dann nicht viel zu erklären über Kevin. Jeder weiß, wie gut er ist, wie gut er seine Arbeit macht. Kleiner Insight einfach für die Leute, die Jungs sind so bescheuert. Die haben, also positiv gesehen,
Die haben jetzt schon die Trainings für die nächsten 3 Monate geplant. Also so läuft das halt bei Krass. uns. Die machen, die strukturieren, wir unterhalten uns, wir bauen das wirklich sehr, sehr krass professionell auf. Und ich bin froh, dass es genau solche Jungs sind, weil ich habe genau den gleichen Anspruch und die Jungs sind genauso. Konrad macht das Ringertraining bei uns. Also wir sind da bestens aufgestellt und das ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit gewesen, dass wir endlich unser eigenes Ding machen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Ja, du hast auch gesagt, du warst überrascht, dass die Anfrage so hoch ist mit den Wartelisten und alles so drum und dran. So, realisierst du gerade so auch selber, dass du so größer wirst, auch als Person oder als Coach so? Weil, ich meine, ich denke mal, vor 5 Jahren oder so hast du niemals damit gerechnet, wahrscheinlich. Aber jetzt bist du an so einem Punkt, wo du Leute betreust, die bei Octagon Main Events machen und Kämpfe machen und die Leute wollen mit dir trainieren, mit dir Interviews führen Ja, Mann. und so, weißt du, so hast du das, kannst du das selber überhaupt schon so realisieren? Ehrlich gesagt nicht. Also das Ding ist halt auch dadurch, dass ich halt auch jetzt noch 2 Kinder habe und ich bin ja so ein Typ, ich kann nicht ruhig da sitzen. Also man könnte jetzt denken, okay, der Typ macht jetzt sein Gym auf, der könnte jetzt erstmal sich darauf fokussieren. Bauen wir gerade auch unsere Online-Plattform auf, unsere Online-Mentorship auch für andere Kampfsportler, wenn die sich weiterbilden wollen. Und ja, es ist halt, passiert sehr, sehr viel. Ich bin sehr involviert. Ich versuche auf jeden Fall das Ganze zu genießen, weil es steht so viel an und ich übe mich gerade darin, etwas langsamer zu werden im Kopf und einfach mir dessen bewusst zu werden, was passiert gerade. Gleichzeitig versuche ich halt auch, das Ganze, sage ich mal, nicht zu sehr überzubewerten. Also ich mache das gerne, ich liebe das, was ich mache, aber ich versuche da weitestgehend mein Ego da rauszuhalten, sondern versuche einfach nur die Dinge zu machen, die ich gerne mag, so, und das ist halt mit meinen Leuten sein, also mit meinem Team sein, im Kampfsport arbeiten. Wir sind wirklich, also wenn man guckt, wie krass wir abgehen, wenn die Jungs kämpfen, also so rein von der Energie, dann ist es auch beim Training so. Also bei uns ist es nicht so, dass wir uns nur freuen, wenn Kämpfe da sind, sondern wir lieben das tagtägliche Training, das Rumnörden, das Weiterentwickeln. Und ja, das ist eine Sache, die ich versuche natürlich zu üben, bisschen einfach zu checken, dass es echt gut vorangeht, aber auf der anderen Seite einfach weiter seine Sachen zu machen. Also du hast auch gerade gesagt, so ihr seid nur so mäßig am Rumnörden. So habe ich dich ja auch kennengelernt, kann man auch so ein bisschen erzählen, so damals in Köln bei Octagon, wo du so das Main Event zwischen Hatef Muell und Lazar Todev dir so also richtig analysiert hast. Und ich saß ja so, glaube ich, 2 Plätze weiter und habe so gehört. Und ich habe einfach nur so gestaunt zugehört, weil das, wenn man, bekommt man so einen anderen Blick auch auf den Kampf. So kannst du eigentlich, oder du und deine Jungs, wenn ihr, sag ich mal, auf der Veranstaltung seid, einer kämpft von euch und ihr guckt euch noch die Kämpfe an, könnt ihr eigentlich da noch so ruhig sitzen und den Kampf genießen oder ist das so, du musst einfach analysieren? Ja, geht nicht. Also ich sage auch, ich kann leider, also Konrad und sowas, der lädt uns auch immer mal ein und die gucken uns mal gerne was zusammen an und wir auch, also grundsätzlich gucken wir uns gerne was an. Aber das Ding ist, für mich ist das halt immer Arbeit und ich kann es halt nicht anders. Mein Gehirn ist teilweise einfach darauf konditioniert, sofort Dinge zu suchen, zu sehen, zu analysieren. Das ist so automatischer Prozess, weil ich so viel Filmstar die mache. Also für mich ist es keine Entspannung mehr. Ich kann es auch nicht mehr aus Entertainment-Gründen angucken, weil es halt meine Arbeit ist. Deshalb versuche ich auch tatsächlich, so wenig wie möglich zu schauen und nur, wenn es wirklich notwendig ist für die Arbeit oder sowas. Ich muss auch sagen, ich verfolge jetzt nicht aktuell sehr viel alles, weil, wie gesagt, ich baue mein Gym auf, ich habe meine Familie, wir bauen noch andere Sachen im Hintergrund auf, ich muss die Jungs betreuen. Da versuche ich mich aus allem, was so Entertainment ist, eher rauszuziehen, weil ich auch gar nicht die Zeit dafür habe. Aber ja, das ist, also mit Thomas, wenn wir mit Thomas sind, also man kommt nicht drum herum, einer fängt an und sofort wirft irgendeiner irgendwas rein und dann baut sich das aufeinander auf und dann irgendwie so, what the fuck ist gerade passiert? Ja, ich glaube, das hat mir auch damals Kevin erzählt, so der zu mir meinte, als er auch ein bisschen über dich geredet hat und so zu mir meinte, so, ey, wir sind so eine richtige Nerd-Gruppe, wo du meinst mit Thomas und Konrad und wenn ihr 4 zusammen seid, dann kann man schon von Weitem sehen, was für Nerds ihr seid, so nach dem Ja. Motto. Also ich finde das wirklich, wirklich so beeindruckend, so, weil es gibt ja auch viele, die nur kommen und sagen, ey, lass mal so ein bisschen trainieren und so. Aber hier sieht man richtig diese Philosophie, dass man das so richtig lebt, was ich auch sehr, sehr, sehr krass finde, warum ich es auch interessant finde. So, und ich denke auch viele Zuschauer bekommen nochmal einen anderen Blick einfach darauf, was das Coachen anbetrifft. Ja, vor allem ist Eine es Sache auch, über. wenn man das halt, sorry, wenn ich unterbreche, ist halt, wenn ich finde halt auch bei mir, ich liebe Kampfsport immer mehr, je mehr ich lerne.
Weil am Anfang war das für mich, ich habe eine lange Zeit, hatte ich gar keinen Bock darauf gehabt, aber erst als ich begriffen habe, wie viel man da machen kann, was miteinander wie zusammenhängt und wie viel Macht ich eigentlich habe da drin, wenn ich das verstehe, dann hat es auf einmal so krass Klick gemacht in meinem Kopf und ich bin ja trotzdem noch im Sparring und sowas und ich mache ja mit High-Level-Fightern mit Sparring und sowas und dann merke ich krass, es kommt halt darauf an, wie man diese Werkzeuge einsetzt. Ich rede ja gerne in Werkzeugen und nicht einfach in Kombination der Schlag, die Schlag, sondern wir gucken halt wirklich, wenn vielleicht die Zuschauer wissen nicht genau, was wir mit rumnörden meinen, aber also wir gucken zum Beispiel einen Jab nicht einfach nur einen Jab an. Meine Notizen kann ich mal zeigen. Ich habe teilweise Programme, schreibe ich runter für einen Jab. Die haben 20, 25 Runden unterschiedlichen Einsatz. Und wir gehen halt richtig rein in die Materie. Für manche ist das tatsächlich zu viel und ich glaube auch für die Hobbyleute ist auch nicht so schlimm. Die Leute müssen das gar nicht so tief begreifen. Aber für alle, die Kampfsport lieben, die selber das praktizieren und vor allem High-Level-Game arbeiten, wir gucken, wir wollen an die Weltspitze, das ist unser Ziel. Da muss man wirklich, da geht es nicht anders, als voll in die Materie reinzugehen. Und je mehr ich darüber lerne, desto mehr macht mir dieser Sport Spaß, wirklich. Ja, es ist auch auf jeden Fall, es ist was Besonderes, würde ich auch sagen, so, wenn man so, je tiefer man so reingeht und Ja. so, wie viel man da so entdecken kann. Eine Sache, und zwar am 7.9. kämpft ja dein Kämpfer Alex Popek gegen Jorik Montagnac. Und ich fand es ein sehr, sehr interessantes Duell, vor allen Dingen, und ich glaube, das habt ihr auch so ein bisschen entdeckt, weil Montagnac ist ja auch so dieser Striker, der so wirklich sehr, sehr viel im Stand einfach macht. Und ich glaube, kann man so sagen, das ist perfekt eigentlich so zum Analysieren, so ein Kämpfer wie Montagnac oder ein Gegner, wo ihr euch so viel angucken könnt und auch so viele Lücken sehen könnt. Ja, 100%. Also ich freue mich auch auf jeden Fall auf den Kampf. Ich mag es, gute Matchups zu haben. Das ist ein Test für uns als Team, für unsere Sportler. Ich finde, nur wenn man solche Fights macht, kann man wirklich berechtigterweise an die Spitze kommen, meiner Meinung nach, und wirklich Beweise stellen. Und das ist unglaublich gut, dass wir so jemanden wie ihn haben, der so viele Kämpfe gemacht hat, um ihn zu analysieren. Weil wir sitzen regelmäßig daran, um zu gucken, was sind seine Muster, was macht er wieso, was ich schon vorher erklärt habe. Das macht es super spannend, auch für mich als Trainer. Das macht uns natürlich Druck, weil das ist einer seiner wichtigsten Kämpfe von Alex, also in seiner Karriere. Die bestimmt sehr viel jetzt für ihn. Und natürlich ist es aufregend, spannend, gibt Druck im positiven Sinne. Aber wir sind da sehr, Alex ist auch sehr, sehr smart. Also das gesamte Team, dieses Nerdiness überträgt sich auf alle. Also Alex ist auch sehr intelligenter Fighter von sich aus. Und das macht sehr viel Spaß, die Arten oder die Habits von seinem Gegner anzugucken, zu analysieren, was wir für einen Plan machen. Und letztendlich musst du überlegen, ist das halt auch viel ein Ratespiel, ne? Also wir haben jetzt so, wir analysieren ihn, wir gucken, was macht er, wieso, wir versuchen uns irgendwas zusammenzubasteln, wie man ihn effektiv besiegen kann, wie man ihn aufhalten kann. Und am Ende des Tages müssen wir gucken, ob das Ganze funktioniert, ob Alex das genauso durchziehen kann, ob wir den ge perfekten Gameplan aufgestellt sind. Das ist niemals in Stein gemeißelt. Im Kampfsport kann alles passieren. Aber wir versuchen so nah wie möglich, logisch, rational daran zu gehen und versuchen da auf jeden Fall eine krasse Performance auf jeden Fall auf die Beine zu stellen. Ja, wenn wir nochmal so zum Schluss so auf das Thema so Ecke kommen, so einfach in einer ja, Trainerecke von einem Kampf, kann man das so beschreiben? Weil, also ich kann von mir sagen, ich habe es noch nicht erlebt oder war noch in keiner Ecke oder sonst was, aber wie kann man sich das wirklich auch so als Zuschauer oder Fan vorstellen? Ist das so, klar, der Kämpfer hat ja seinen eigenen Kampf, du kannst nicht reinspringen und ihm so die Hände reichen, aber. So, wie ist das? Ist das schon so, wenn man sich das so vorstellt, so, ey, ich habe wie so einen Controller in der Hand und kann ihn steuern? Oder ist das so auch so ein bisschen Angst und Bange, ey, hoffentlich macht er das, was ich ihm auch vorher gesagt habe? Wie kann man sich das so vorstellen? Ja, also es ist eine der spannendsten Erfahrungen überhaupt und ich habe immer mal so eine Apple Watch drum, so erstens wegen der Zeit und dann auch meinen Puls zu gucken und ich hatte tatsächlich bei Konrad, als er in Köln gekämpft hat, einen Puls im Sitzen gehabt von 120 so. Also da geht schon einiges ab und das Ding ist halt, ich mag die Jungs, das sind mein Team und ich möchte einfach, dass die so gesund wie möglich da rauskommen. Das ist mein oberstes Ziel, ich möchte, dass die gesund bleiben, dass die ohne Schaden den ganzen Kampf durchziehen und idealerweise noch gewinnen. Das ist das oberste Ziel. Und natürlich bin ich extremst aufgeregt und hoffe, dass die Jungs mental fit sind. Du kannst ja niemals in die Köpfe reingucken, du weißt nie, was abgeht. Und deswegen versuchen wir auch im Vorfeld sehr viel zu reden miteinander. Also wir reden wirklich sehr viel.
Wir versuchen auch einfach uns gegenseitig zu unterstützen, wenn irgendwelche Sachen sind, immer offen miteinander zu kommunizieren, weil du musst dir vorstellen, das ist einer der extremsten Situationen, die ein Mensch bewusst eingehen kann. So ein Kampf, so ein Käfig, du gehst rein, Tür zu, let's go. Und da ist es wichtig, sich auf seine Ecke vertrauen zu können, zu wissen, okay, hey, die stehen mir bei, die stehen mir hinter mir. Und im nächsten Moment ist es natürlich auch so wirklich wie zocken, wenn du die Jungs, wenn die mitarbeiten, wenn alles on point sitzt, das Training, die Ernährung, die Regeneration, das Gewicht machen, all das um den Wettkampftag herum. Wenn das on point sitzt und der Athlet begriffen hat, was wir machen, dann hauen wir manchmal einfach nur Kommandos rein. Also wir hauen wirklich ein paar Begriffe rein, die im Vorfeld abgeklärt sind und dann haben wir schon einige Fälle gehabt, zum Beispiel mit Konrad, auch jetzt mit Kevin und so, wo wir einfach nur sagen, Tipp. Und dann führt er das halt aus, so weißt du. Und wir achten halt ganz wichtig drauf. Wir wissen halt, wie wichtig das ist, zu kommunizieren. Ich sehe das auch gerade in der UFC sehr viel. Ich höre mir gerne die Ecke an, um zu schauen, wie reden die, was machen die. Also nicht einfach nur, dass die reden, sondern wie kommunizieren die mit dem Athleten. Es ist zu viel oberflächlich, Wirrwarr, zu viele Sachen. Da gucken wir auch, dass wir uns immer wieder verbessern. Wir machen zum Beispiel, wir nehmen unsere Ecke immer auf, auch in der Zeit, wo halt, wo wir nicht, also nicht in der Ringpause, sondern während der Kampf läuft, nehme ich immer das mit auf, damit wir gucken können, okay, was haben wir letztendlich gesagt? War das blöd? War das hilfreich? Wie können wir das besser ausdrücken? Waren wir zu gestresst? Waren wir irgendwie? Weil letztendlich geht es darum, dass der Athlet, wenn er einen übelst krassen Puls hat oder einen Knockdown gekriegt hat, dass er in die Ecke kommt, dass wir den nicht überlabern und ey, 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 sondern ihm einfach ganz kurze, genaue Hinweise geben können, womit er weiß, womit er anfangen kann. Haben zum Beispiel mit Konrad gehabt bei seinem letzten Fight in Köln. Da liefen die Anfänge einfach nicht optimal. Das lag aus verschiedensten Gründen. Und dann bin ich halt in der zweiten Runde reingegangen, habe ihn angeguckt, mäßig fast eine Schelle gegeben, habe ihn zu mir geguckt und habe ihm ein Kommando einfach nur gesagt. Und das war das Kommando, womit er den Kampf begonnen hatte, wo er ihn dann zum Boden geschickt hat. Und das ist einfach ein gutes Beispiel für, man muss nicht einfach nur trainieren, sondern an Kommunikation arbeiten, an Coaching. Und das sind so Punkte, die das sehr, sehr spannend noch alles drumherum machen. Yes, ich würde sagen, ey, wir haben da auf jeden Fall einen richtig starken Einblick auf jeden Fall bekommen. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden weiterreden. Safe. Vielleicht, ey, schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, wenn ihr noch vielleicht einen zweiten Part sehen wollt, weil, wie gesagt, das Thema ist so, so komplex, aber ich glaube, ihr habt jetzt einen sehr, sehr guten Einblick, um mal hinter diesen Trainergedanken zu bekommen, hinter dieses ganze Coaching, was dahinter steckt, dass es nicht einfach nur Pads halten ist, sondern einfach auch viel, viel, viel mehr dahinter steckt. Deswegen, wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht wollt ihr den zweiten Part sehen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt vor allen Dingen David aus, sein Gym, Kampf-IQ, auch dieses ganze Online-Ding. Ich denke, da kommt auch noch was, Online-Coaching und sowas. Also wenn ihr daran interessiert seid, guckt auf jeden Fall vorbei. Ich sehe da fast täglich irgendwelche Analysen und sonst was. Ja. Wenn ihr da echt Bock drauf habt, guckt euch das an. Und erstmal danke für deine Zeit und du darfst gerne die letzten Worte sagen, was auch immer du sagen möchtest, wenn du dich bedanken möchtest. Ja, also ich danke dir erstmal für die Gelegenheit. Vielen Dank an die Zuschauer, wenn die das bis zum Ende angehört haben. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach unter die Kommentare. Ich beantworte die auch gerne. Und ganz wichtig, Leute, bleibt smart, hinterfragt die Sachen, seid nett zueinander und lasst einfach das Beste daraus machen. Ja, yes, ich glaube, das sind gute Worte. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.